Es sind unruhige Zeiten in der Politik. Nicht nur in der echten Welt, auch in der Spielstadt Mini-München. Am Dienstagmorgen wird die Stadtratssitzung von einer Großdemo unterbrochen. Oberbürgermeister Paul klärt die Situation souverän. Aufregend wie immer. Man ist selbst ist dann auch immer nervös. Aber letztendlich denke ich, ich konnte die Demonstranten gut beruhigen. Und die Demonstranten waren halt vor allem für die Werte, die ich auch hier in Mini-München vertrete. Somit war es auch relativ einfach, mit ihnen zu reden. Besonders tückisch, die Demo fand gerade statt, als der echte Bürgermeister Josef Schmidt in Mini-München zu Gast war. Doch der zeigt sich begeistert vom Engagement seines Amtskollegen. Ja, das war sensationell, dass eine Riesendemo für ihn stattgefunden hat, damit er seine Vorstellung von Wahlrecht für alle durchsetzen konnte. Ich bin auch gefragt und gesagt, ich bin da voll dafür. Nicht erst Vollbürger, die dann erst hier studieren müssen und sowas, nein, sondern Wahlrecht für alle und das ist jetzt neu. Und ich finde es super, da hat er ein tolles Projekt. Das Projekt Mini-München findet seit 1979 jeden zweiten Sommer statt. Die Kinder können sich hier nach Lust und Laune einen Job aussuchen. Ob Busfahrer, Fernsehmoderatorin oder doch lieber Straßenkehrer und verdienen damit auch Spielgeld. So, und dann geht man an die Bank, holt sein Geld und dann kann man hier entweder ins Gasthaus gehen oder man geht ins Kino oder man geht in die Spaßfabrik und amüsiert sich. Oder man kauft sich ein eigenes Haus, ein Grundstück und baut sich dann drauf ein Haus und macht ein eigenes Gewerbe. Also es gibt vielfältigste Möglichkeiten, wie Kinder ihren Tag gestalten hier. Und davon sind auch die Kinder von Bürgermeister Schmidt begeistert. Die beiden haben sich eine Stelle bei der Tageszeitung gesucht und dann gleich mal den Papa interviewt. Für beide ist es was. Mein Sohn, der natürlich schon ein bisschen mehr auch die Politik vom Vater mitbekommt, der findet es natürlich klasse, dass man sich hier einbringen kann. Aber auch meine Tochter und die Freundinnen, die dabei sind, alle sind den ganzen Tag am Werkeln und kommen heim und haben wirklich, glaube ich, auch was Sinnvolles gelernt. Kein reines Beschäftigungsprogramm in den Sommerferien, sondern eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung für Kinder. Das bietet Mini-München jetzt schon zum 19. Mal. Rund 2500 Kinder nutzen das Angebot jeden Tag mit dem Ziel? Ja, dass es vor allen Dingen eine eigene Öffentlichkeit herstellt für Kinder, in der sie selbstständig und selbstbestimmt aktiv werden, produktiv werden und ihre Stadt selber verwalten können. Die Spielstadt Mini-München ist dieses Jahr auf dem Gelände der ehemaligen Event-Arena im Olympiapark aufgebaut. Noch bis zum 17. August können Kinder zwischen 7 und 15 Jahren hier kostenlos teilnehmen und selbst mitgestalten, in was für einer Stadt sie leben möchten.